Hallo, hallo, willkommen bei Scrap Mechanic mit der reizenden Sialin. Mit ihrem kritischen Blick für das Wesentliche entgeht ihr nichts. Und natürlich mit eurem Sarok, der für sie alles passend macht, was nicht passt. Sialin, Sialin, Sialin. Xarok, Xarok, Xarok. Wo bist du denn? Ich bin hier vor dir. Anja, Sialin. Hallo, Xarok. Hallo. Hallo, Xarok. Hier ist so braun. Ja, das wird für die Giraffen. Mal ihn noch ein bisschen an und okay. Ein bisschen Wiese kommt auch noch. Das war jetzt, ist jetzt erstmal nur die Grundfläche, da kommen die Giraffen rein. Weil das passt zu dem da nicht. Ja, das stimmt. Oh, grün geworden. Es ist grün geworden. Schick. Ja, einen schönen so Baum kann ich dann auch perfekt reinschaffen. Die Giraffen, das ist super. Kann ich gut machen. Was? Achso, ja. Habe ich jetzt hier auch eine große Fläche? Xarok hat gesagt, die darf ich verwenden hier, genau. Die Fläche. Das ist eigentlich so das letzte Gehege, was du jetzt so machst. Ja. Komm so. Hat so Spaß zum gemacht. Ende. Ja. Apropos, willst du das Krokodilding sehen? Ja, ja! Ja. Wo sind die denn? Ah, hier. Was? Hä? Ach, das ist direkt hier. Oh, das ist ja geil. Das ist cool. Gute Idee. Ja, nicht so schlecht. Liegen wir meistens im Wasser. Ja. Guck raus, manchmal sogar nur die Augen. Ja, nur die Augen. Wäre eigentlich auch lustig, aber. Naja. Nee, so passt schon. Boah, also, geil, cool. Gefällt dir? Schön sumpfig, ja, mit so vielen Wassertümpeln hier. Gut. Klasse, ja. Super, cool. Gut. Sehr schön geworden. Na, hier ist dein Weg für den Vogeldings. Hier kommt man zu den. Das ist deine Tür, die du gebaut hast. Ja, super, geil, ja. Gut. Es ist ja lustig. Wenn man von Glas zu Glas guckt, sieht man das Wasser gar nicht so richtig. Echt? Ja. Wenn ich reingehe, guck, so sieht es eigentlich aus. Ach so, ja, stimmt. Man sieht diese. Jetzt weiß ich, was du meinst, diese Maserung sieht man gar nicht. Ja, stimmt. Komisch. Tatsächlich. Nein. Sagen wir mal wieder zu, dass die Krokodile nicht abhauen. Ja. So. Du bist eher träge, aber hast recht. Hast du noch irgendwas Besonderes gemacht, was ich sehen muss? Ich? Ja. Naja, ich habe überall Pflanzen hingemacht, wie man Bäume sehen kann. Und also, ich sehe schon. Wenn man hier nach oben guckt, so eine richtige. Oh, geil. Ja, Laubwalddecke. Mhm. Also wirklich. Und trotzdem ist es schön sonnig. Ja, richtig, richtig schön ist es jetzt geworden. Also. Ich mag diese Mod total mit den Pflanzen. Mhm. Sie hier auch. Also eigentlich alles rundherum habe ich jetzt eine Wand gemacht. Ach, hast du jetzt ein Klettergerüst gemacht innen drin? Oh, achso, die habe ich noch nicht gemacht. Da gibt es noch keine Tür. Hey? Ja, die habe ich weggemacht, weil ich es ein bisschen gekürzt habe. Achso. Na gut. Genau. Also wirklich. Das heißt, das müssen wir eigentlich noch machen. Ja, müssen wir dann noch machen. Okay. Also wirklich super, super nice. Den ganzen Pflanzen, wenn man so nach oben guckt, diese Walddecke, oh, lecker einfach. Ah, sieht cool aus. So, genau, und ich habe auch rundherum jetzt Zaun, bis auf da, wo du jetzt gerade aktuell baust. Ansonsten ist eigentlich komplett zu. Und hier kommen jetzt dann noch die Elefanten rein. Ja, genau. Und hier machen wir noch das Aquarium und dann ist es eigentlich. Und das Aquarium kommt noch fertig. Der Hai, oder? Da kommt der Hai dann rein, ja. Falls wir jetzt irgendwas ein bisschen. Wir haben ein bisschen noch aussortiert, weil wir wollten das jetzt auch nicht ewig in die Länge ziehen, beziehungsweise. Was heißt in die Länge ziehen? Aber wir haben Angst, dass ich nicht mehr reinkomme demnächst und deswegen wollten wir das jetzt eigentlich mal fertig bauen. Genau, wir machen auch heute im Prinzip die ganzen Aufnahmen fertig. Also heute ist der 1.5. Weil wir einfach wirklich Angst haben, wenn Xiani jetzt nochmal rausgeht, dass sie da nicht mehr reinkommt und dann. Genau. So hatten wir das ja schon mal mit Mini-City, gell? Nee, mit Sky City war das so. Sky City hatten wir das schon auch mal. So drei, vier Aufnahmen Fröhlich City hat man das, glaube ich, auch. Und dann kam ich tatsächlich nicht mehr rein. Und das ist halt, wär echt schade. Ja, und das stimmt. Deswegen haben wir gesagt, so, wir machen das heute fertig. Und ja, und dann, wenn sie dann nicht mehr draufkommt, ist das dann nicht mehr so schlimm. Aber es ist echt, boah, was für ein schöner Zoo. Also wirklich, da krieg ich Pipi in den Augen. Es ist echt schön geworden, also wirklich super nice. Gefällt mir super. So, dann war ich, wenn ich, ich weiß nicht, du machst jetzt das Giraffending, ne? Ja, ich mach gerade hier noch eine Tür zu den Affen rein. Okay. Und dann mach ich. Und vielleicht hast du ja, wenn du danach noch Zeit und Lust hast, kannst du bei den Elefanten machen. Bei den Elefanten ist ja meistens auch nicht so viel. Ja, das ist auch einfach nur trauen. Weil dann mache ich nämlich jetzt das Aquarium. Ja. Hier oben kann man ja drauf gehen. Wir haben auch überlegt, ob wir vielleicht noch einen Aussichtsturm hinten hinbauen. Müssen wir mal gucken. Ah ja, das wäre eigentlich ziemlich cool. Das wäre schon lustig, ja. Ich weiß halt auch nicht, was ich mit den ganzen Terrarien hier mache. Meistens
sieht man da ja auch nichts drin, ne? Ich habe dann auch überlegt, vielleicht mache ich einfach ein paar Pflanzen rein. Ja, auch eine Idee. Dann machst du halt einfach nur mit Rohren, zum Beispiel malst du rot an oder grün. Ja, eine Schlange oder sowas, das kann man auf jeden Fall mal machen, ja. Oh, der Baum geht hier schon mal nicht rein. War das hier oder hier und hier? So. Sehr gut. Ja, die kleinen Bäume hier, die passen super rein. Schau, das sieht cool aus. Wo denn? Wo nochmal? Ach, beim Terrarium. Ja. Ist gut. So. Jetzt kommt man zu den Affen rein. Wäre natürlich voll cool, wenn du da noch so ein kleines Klettergerüst reinmachen würdest. Weil ich sehe ja, wie du das gemacht hast. Vielleicht könnte ich das sogar auch. Hm. Ja, so schwer ist es tatsächlich nicht. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, ja. Nicht schlecht. Jetzt hole ich nochmal Holz. Ich probiere es mal aus. Weil das will ich eigentlich schon. So ein Detail, wenn ich das schon da schon einen Turm hingebaut habe, dann will ich da jetzt auch ein kleines Gerüst drin haben. Irgendwie ja verständlich. So, schauen wir mal. Was wir hier noch so reintun können. Gras ist immer gut. So. Ja, Gras ist immer gut. Zack, doch. Außerhalb des Terrariums. Hier können wir mal einen Pilz reinsetzen. Hier sind einfach Ameisen drin. Ja, genau. Riesenameisen. Kann man ja nicht nachbauen. Wie soll ich das auch machen? Steine kann man auch noch ein bisschen reinlegen. Tschüss, eng. Was ist mit eng? So. Oh, es sind schon mal sehr, sehr hübsche Terrarien geworden. Und wie ich es hier sagt, man kann ja vielleicht mit Stangen irgendwie ein bisschen was machen. Dann nehme ich mal hier so ein. So was. Lala, lala, lala. Wie bin ich denn hier gelandet? Hä? Stimmt das nicht? Doch, so. Jetzt stimmt's. Was? Spinnt? Nein, es stimmt. Also. Überlegen, wie man da was jetzt draufsetzt. Eieiei. Ja, oh, du, auf dem Boden. Ja, aber auch auf dem Boden. Was ist denn das? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich bin kein Affe. mit dem Stuhl. Mit dem Lift. Hä? Mit dem Lift meinst du? Ja, mit dem Lift geht er. Mist. Mist. Ich habe
ewig kein Überblick. Durch die ganzen Bäume habe ich keinen Platz mehr. Ba, ba, ba. Ach, das war's schon. Guck mal, da sitzt die Schlange. Ich gucke gleich. Ich kriege mal so einen Echsen noch hin, irgendwie, warte mal. Hä? Wieso dreht? Lol. Hä? Mein Scrollrad dreht einfach. Oh. Einfach so. Ja, einfach so. Krasse Sache. Nee. Nicht? Nee, ist nicht so krass. Ja, ätzend. Naja, krass kann ja auch negativ sein. Negativ? Negativ. Ach so. Krass heißt ja nur, dass es krass ist. Das heißt ja nicht krass geil, sondern mit kann geil. Ja auch sein, krass ist ja scheiße. Ja. Voll der Stinker-Scheiß. So. War noch ein Kopf. Und das hier als Kopf, genau. So. Bisschen Wegbaum. So, passt. Jetzt haben wir hier auch ein Klettergerüst. Du fragst mich nicht, was das für ein Tier sein könnte. Ich weiß es selber nicht. Was ist das für ein Tier? Schreibt es in die Kommentare. Aber es ist irgendein Varan oder ein Dackel, ich weiß es nicht. Varan oder ein Dackel im Terrarium, Varan schon eher, aber. Cool. Da ist der Spielplatz. Da steht ja die Maus. Oh, ist das so eine Maus zum drauf reiten? Ja, genau. Juhu. Ich habe dann gedacht, die Maus ist viel zu groß, aber die ist so süß. Schön. Und dann habe ich gedacht, passt die perfekte hin. Kann man ja auf den Spielplatz packen. Okay. Warum eigentlich nicht? Oh, der Sandkasten. Hey, ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Der ist ja cool, der Sandkasten. Ja, der ist hat das ein Fan gebaut? Ja, gell? Das hat ein Zuschauer gebaut, ja, genau. Cool. Mich gedacht, was kann ich machen? Hey, meine Klofiguren sind ja cool. Was denn? Schon so ewig her. Achso, ja. Schon lange her. So, ich wollte zu den Giraffen. Oh, das da durchlaufen ist schon voll cool. Das ist schon richtig gut, gell? Jetzt ja. Auch mit den Pflanzen und so. Hat was. Das ist der scheine Stil. Hoch. Ja, das ist der scheine Stil. So. Ja, dann sind die Terrarien fertig. Dann mache ich jetzt das Aquarium. Ja. Jetzt mal den fetten Hai rein und dann irgendwie noch. Keine Ahnung, kleine Fische oder so. Glas. Auch geil, Giraffen neben Pinguinen. Also an sich ja, es gibt ja die Pinguine, die am Strand leben, aber das sind halt definitiv Südpol-Pinguine. Und die stehen jetzt hier neben den Giraffen. Egal. 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 Wow! Ich hab kurz was gespeichert. Schock meines Lebens! Wow! Hey, was geht's los? Ich flieg hier voll durch die Gegend. Schade, den Hai hier drin schwimmen lassen wird schwierig. Dafür ist er zu groß. Oh, stimmt. Na, du kannst ihn höchstens ein bisschen. Zumindest ein bisschen anheben. Machst oben ein Stück Rückenflosse weg oder so. Keine Ahnung. Ja, anheben tue ich ihn sowieso. Ja, okay. Das auf jeden Fall, aber. Ich hätte ihn gerne hier drin kreisen lassen oder so. Ah,
Aber dafür ist er zu. Na gut, wir wollten ja eh nicht so viel Technik, ne? Ja. Ich habe eh schon so viele Controller und so mit den Türen. Oh, mein Vogelvoliere muss ich auch nochmal anschauen irgendwann. Ach, ich freue mich schon so da durchzulaufen. Mhm. Ah. Ja. Bin gespannt. Gehe ich als Besucher in unseren Zoo. Zack. Und nicht vergessen, wenn es den zum Download gibt, schön downloaden. Unbedingt. Und einmal selber durchlaufen. Wer das nicht tut, der versäumt was. Ja, ja, auf wirklich. Jeden Fall. So. Ja, jetzt komme ich nicht mehr raus. Ja, was ich heute im Lift bauen, haben Schalter auf dem Boden gebaut. Natürlich. Natürlich, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oh Mann. Diese ganzen Lücken, wo jetzt sind, das machst du dann einfach, das schweißt du zusammen, oder? Oder baust du da was rein? Das schweiß ich dann, also okay. Baue ich zusammen. Ach so, genau. Weil das ist ja an manchen Stellen dann voll blöd, dann ist ja da eine Reihe, die da nicht hin soll. Wieso? Du machst halt, dann macht man dann halt Wiese hin oder Stein hin, ist ja egal. Ach so. Das macht ja nichts. Ja, hier, was ich jetzt bauen will, vielleicht schon. Wieso? Ja, weil ich jetzt hier so einen Aufgang baue, wo man dann rüberschauen kann und dann ist hier eine Lücke. Ja, du machst halt gleich die Lücke zu. So, kann ich das machen? Warte. Ich dachte, du schweißt das dann ab und schweißt das halt zusammen. Nee, nee, das... Schweißt es ab. Machst es ab. Ist da aber hier. So. Aha. Okay. So gut, dann mache ich das gleich. Okay, danke. Gerne doch. Vielen Dank, Herr Wachtmeister. Ja, genau. Okay. Invisible Fisten, Invisible Fisten! gibt's nicht, oder? Nee, hab ich. Keine Ahnung. Schade, schade, schade. Gibt's doch bestimmt, aber vielleicht nicht mit der Mod. Ja, der Mod irgendwie nicht mehr. Träger hin. Hier. Schön. Beton. Zock. Gut. Natürlich da eins. Tür hin. Oh, die ist so niedrig, dass ich da nicht durchkomme. So. Ja, so geht's. So geht's. Schon mal eine Reihe drin. Jetzt ist natürlich die Kunst mit den Unterwasserpflanzen. Wie macht man sowas? Kann man einfach normale Pflanzen nehmen? Hm. Also hier so die leicht durchsichtigen Pflanzen hier vielleicht.
das hier. Sowas, das geht auf jeden Fall. Immer noch den Boden. Und was Sand ist denn das Touch. Schon wieder? Sand Touch. So. Hey! So. Ach Mann! Scrap Mechanic ärgert mich echt immer. Natürlich. Mhm. So. Huch, doch so gut. Obwohl, das geht sogar. So kommt man rein. Okay. Schlecht aus. Ja. Was? Weil ich immer so komisch, in so komische Richtungen so baue. Naja. Das ist schon richtig. Hey, das sieht ja schon mal schön aus. Mach ein Steinchen rein. Machen wir mal einfach mal ein Holzgeländer dahin. Okay. Was kann man machen? Was kann man noch designmäßig machen? Designmäßig. Klopapier. Nee. Klopapier. Klopapier. Nein, Klopapier-Terrarium. Natürlich. Diese Folge heute regt mich wieder auf. Natürlich. Natürlich. Sieht gut aus. So, dann brauche ich jetzt wieder Shiny Steel. Sollte man mal hier. Nein. Stahlgerüst. Komm ich doch nicht mehr hoch. Ich bin doch keine Giraffe. Nicht? Die würden da auch nicht hochkommen. Die haben zwar lange Beine, die können da drüber gucken, aber nicht drüber kommen. Lange Beine. Hallo? Was denn? Ist hier gut, ja? Ja. Gut.
Wow, wow. Glas hin. Tada. Oder vielleicht lieber nach hinten. Ja, hier. Damit da keine Kinder drüber klettern. Sehr gut. Muss ja nicht sein, ne? Nee, muss nicht sein. Muss wirklich nicht. Nee. So. Sehr gut. Mir bringt zwar nichts, aber ist ja wurscht. Ich mache Wiese. Wiese ist so riesig. So riesig? Eine Riesenwiese. So, das sieht doch auch so toll. Wow, wow. Dann brauche ich schon wieder eine Tür. Invisible Xarok. Und dann brauche ich noch das da in nicht invisible. Und so, den da in Knödli Beasley. Schön. Wieso habe ich das zweimal? Ich wollte doch das Logic Gate nicht. Den Controller nur. Natürlich. So. Schon mal verbinden. Da kommt jetzt die Tür drauf. Gefühl. Die Tür. Achso. Kommt der Knopf hin? Oder? So. Knopfi? Hey Knopfi! Na, wie ist das Wetter da drüben? Knopfig? Oh, das tut mir leid. Wie war das? Das hier stellen wir auf 90. Das hier stellen wir auf so. Juhu! Was machen wir denn hier? Grünstreifen. Oh. Man muss sich nur vorstellen, dass diese Türen alle mit Schlüssel funktionieren, natürlich. Ja, klar. Ja, klar. Man könnte das natürlich technisch noch ein bisschen ausbauen. Hm. Das wäre gar nicht so schwer. Man könnte sagen, okay, da muss ein im Zuwärter Dingsbums da muss. Oh, jetzt habe ich es verbunden. Achtung. Oh je. Muss das. Achtung, das werden nochmal ganz kurz lenken. Muss man einen Knopf drücken, damit die Türen aufgeht. Aha. Das könnte man rein theoretisch relativ leicht realisieren. Aha. Aber, was machst du denn da? Naja, hier hinten ist ja zu. Ach so. Oh, da träumt einer. Achso, und da kommt Mauer jetzt hin. Ja, verstehe. Ja, das ist ja der zu Ende. Ist logisch. So. Hast du Lust, mir die Giraffen zu bringen? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich schon gleich machen. Echt jetzt? Okay, cool. Ja. Nur hier eben. Wo ist denn der Monsterbaum? Ist das der da? Huge Oak Tree. Ja, das wird der wohl sein. Oak Tree. Was heißt denn überhaupt Oak Tree? Eiche. Eiche? Ah, Oak. Ach ja, genau. Oak ist ja die Eiche. So. Und dann hole ich meine Giraffe. Da. Einmal mal Richtung Pinguine, mehr so mit Bäumen und eher in die andere Richtung, so savannenmäßig. Savannenmäßig? Savannenmäßig. Achso. Das klingt, als würde einer so. Blub, blub.
Blub machen. Oder Schluck aufhaben. Ob man das im Mikro hört? Hört man das in der Folge? Ich glaube, schon letztens hat einer gesagt, irgendwo hört man im Hintergrund Kinder schreien. Ich so, hä? Kinder schreien? Dann habe ich gefragt, was war denn da los? Ja, was war denn da? Toll. Was denn? Die Giraffe verloren. Na toll. Voll der Urwald hier. Ja. Schön. Warte, ich schmeiß die mal aneinander. Dann müssen sie zweimal gehen. Ja. Sind es nicht zwei gleiche? Nee. Groß und klein. Guck mal, ich stell dir hier meinen Lift hin, dann kannst du da draufsteigen, dann bist du ein bisschen höher. Top, die Wette gilt. So. Bitteschön. Vielen Dank. Sind sie da, ja? Ah, okay. Gut. Ach stimmt, das ist eine kleine Giraffe. Von dem her jetzt gar nicht so schlecht, dass die so groß sind. Die passen natürlich gut hier rein. Okay, okay. Alles klar. Ich hoffe, es ist nicht aneinander. Nee, passt. Sehe nichts mehr. Ja, es wird so schattig hier. Was machst du denn? Wie kriegen wir der Ego? So. Ich mach hier. Ja, ja, ich halt sehe schon, was du machst. Den Grünstreifen hier hin, den du ausgelassen hast. Hä, was? Nein, Spaß. Ich ausgelassen habe. Ja, du hast eine kleine Lücke gelassen. Ja, aber natürlich, weil die da war. Ja. Ja, ich habe die nur fortgeführt. Ja, das hast du auch gut gemacht. Ja, siehst du. Du hast mitgedacht, das ist ja das Wichtige. Ja, und dann wird man trotzdem verarscht. Ach Quatsch. Ich gibt eins auf den Deckel. Ich muss dich halt ein bisschen aufziehen. Das ist doch langweilig. Ach ja, für wen? Für mich. Ja, für mich nicht. Mit mir nur überall. Ich zieh dich gleich auf. Ja. Ja. Aua. Ja, und dann jammer. Au. Klar. Was? Das war ich verbunden. Nicht. Alles cool. Also selbst, obwohl ich jetzt, ich glaube, jetzt sind alle Platten miteinander verbunden und es leckt nicht. Cool. Weil wir haben ja eigentlich wirklich nicht sehr aufwendig gebaut, ne? Ist ja eigentlich total ressourcenschonend, aber. Ja, so mehr oder weniger. So, wie viel FPS hast du? Keine Ahnung, sehe ich nicht. Aber läuft es flüssig bei dir? Ja, es geht doch eigentlich schon. Also ich habe eigentlich dauerhaft 60. Also ich hätte wahrscheinlich mehr, aber ich habe ein Limit da inzwischen drin. Aha. Also über 60 kann er jetzt aktuell nicht mehr gehen. Macht ja auch keinen Sinn mehr als 60 FPS. Super. Bringt nix. So. Ja, aber ab und zu ruckelt es bei mir dann doch mal. Ja. Im Laufen vor allem. Was? Geht noch, geht noch. Oh, das geht aber nicht. Was ist? Der Pinguin steht voll im Busch. Nur doch. Andere Bäume hinmachen. Ein bisschen ungünstig. Kann ich jetzt aushauen. So, okay, dann mach ich doch mal den Zaun da hinten fertig und dann sind wir leider mit der Folge fertig. What? Schon? Ja, dann müssen wir das dann wohl doch noch eine Folge machen. Gut, ich sehe jetzt nicht. Aber schau, es sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus hier. Und schau, was ich gemacht habe. Ich habe da diesen, geh da mal hoch und ah. So. So, kannst jetzt hochgehen und die Giraffe streicheln oder oh. So. Oh. Und der Wärter kommt unten rein. Ah. Ja, nice. Oh. Ja. Cool. Weil ich habe kein Haus für die, deswegen habe ich gedacht, irgendwo muss ich ja rein. Und dann dachte ich, ah, perfekt. Ja, habe ich so gedacht, so, ah, perfekt. Ja, super.
Ja, diese Häuser sind ja eigentlich immer so, naja. Brauchen wir ja eigentlich nicht. Ja, aber sie gehören halt eigentlich dazu. Das ist gehört zum Zoo dazu, ja, das stimmt. Tiere haben Häuser. Haben sie das? Ja. Dann haben sie ja mehr als ich. Die wohnen da auch nur zur Miete. Echt? Hä, was hab ich denn? Ich hab... Erst will ich wegbauen, dann färbe ich es ein. Dann will ich wegbauen, dann baue ich stattdessen hin. Standard halt. Ja, Standard. Standard. U-A, Buba, U-A, Buba. U-S-A. Nee, doch nicht. Deutschland, Deutschland. Verbindung wird hergestellt. Ja. Please hold the line. Das waren jetzt zwei große Platten, die ich miteinander verbunden habe. Aber super. Oh, oh. Ich lagge noch. Oh, du laggst noch? Ah, nee. Ah, jetzt geht's. Okay, gut. Boah, geil. Super. Geil, super. Mega. Wahnsinn. Es laggt. Super, geil. Cool. Wir haben ein Freeze. Geil, super, es geht. So. Jetzt dürfte das besser aussehen. Ja, so gefällt uns das. Ja, schön. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Sehr gut. Okay. Ich wollte Büsche. Büsche. Ja, das braucht das Land. Büsche. Was anderes gibt's nicht mehr. Wo ist denn der hin? Der ist weg. Nicht und da ist er auch nicht. Also ist er weg. Futsch! Futsche Gatto. Was haben wir denn hier? Ein Big Leaf Bush. Big Leaf Flower Bush. Small Flower Bush. Bush, Bush, Bush. Okay. Damn you, Bush. Wie groß ist denn ein Big Leaf Bush? Oh oh. Was denn? Jetzt gleich der Zoo zu, dann gibt's keinen Ein- und Ausgang mehr. Oh nein. Also hey, nur noch einen Eingang. Und einen Ausgang. So. Ich muss jetzt selber rumlaufen. Hüpf doch drüber beim Lift. Ja, könnte ich tun. Wie sieht denn der Flowerbusch aus? Hat der Blumen drin? Ich bin im Zoo, ganz offiziell. Ganz offiziell. Nicht wirklich Blumen. Nicht wirklich. Nicht so richtig. Okay. Bei Giraffen stehen doch oft so Dinger, wo Futter dran hängt drin, gell? Ja, so hoch. Futter. Aber kann ich sowas? Das kriege ich doch niemals hin. Dass das noch was ausschaut. Die kriegen jetzt noch ein Wasserloch. Schön. Was denn? Nicht gut. Doch. Also. Wo machen wir das hin? Es leckt. Ja, aber ich Bäume pflanze. Ja. Hey, ich hatte doch gerade Wasser. Wieso ist das jetzt hier Mauer? Wasser. Mann. Was passiert denn das immer? Ich nutze aus Versehen das Scrollrad scheinbar, ohne dass ich es merke. Es war vorhin auch bei mir zweimal. Plötzlich hatte ich was ganz anderes in der Hand. Ja, gell? Hab ich doch. Ich komme an dein Loch langsam. Ins Limit. Mhm. Also ich werde mit dir, du kommst nicht mehr drauf. Ja, das kann schon sein. Ich hoffe, dass ich nicht rausfliege. Ja, das wäre blöd. Ich würde schon so gerne nochmal durchgehen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Folge zu Ende. Genau. Und nächste Woche dann die letzte, wahrscheinlich. Also ich muss dann noch das Elefantengehege machen, aber sonst... Was ist das eigentlich dann? Cool. Also ich freue mich natürlich. Ich freue mich aufs Durchlaufen. Ja. Und aufs Hochladen und das wird schon mega nice. Das wird echt toll. Ja, schön, dass ihr uns begleitet habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es davon ist, läuft das unbedingt. Würden wir uns natürlich freuen. Das ist ja für uns das Honorar sozusagen. Ja. Ja, wir müssen ja wissen, ob es euch gefällt oder nicht. Genau. Wichtig.
Ja, dann sehen wir uns nächste Woche auf eine neue Folge von Big Su. Hoffentlich schaltet ihr wieder ein. Big Su, juhu. Ja, Big Su, juhu. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Tschüss mit Leerzeichen. Leerzeichen. Ciao, ciao.